Was passiert, wenn man zu viele gute Sachen findet und zugeschickt bekommt? Richtig, man hat eine Menge neue Pickups. Und deswegen stelle ich euch heute mal meine LPUs vor, die so in letzter Zeit reinkamen. Ich würde sagen, man kann es schon fast als Herbst-Pickups nennen. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Kommt auch noch gerne in die Livestreams jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag 19.30 Uhr. Checkt das auf jeden Fall auf Twitch ab. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Favorite Pickup war am Ende und was ihr euch vielleicht in letzter Zeit so geholt habt. Nächste Woche kommen wir ganz gewohnt auf den Vlog von der Fashion Week Ausliege. Deswegen bleibt da gerne gespannt. Deswegen abonniert dann auf jeden Fall den Kanal, um das nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, lass uns direkt loslegen mit dem ersten Pickup. Und zwar wäre das erste Piece dieses lilane Tee von Urgency Files. Ist gar nicht so crazy besonders, fit aber dafür sehr cool. Farbkombi gefällt mir auch sehr gut. Hat halt eben hier diesen bisschen ausgefallenere Schrift, dann würde ich mal sagen, einfach Urgency Corporation. Ist ein super cooles Tee, um das zu layern und zu stylen. Ist auch ein Real mit online, deswegen checkt das gerne ab. Hat einen regular Fit, ist leicht cropped. Ich trage hier aber eine M auf 1,85. Und auch wenn der Preis, glaube ich, um 5 bis 10 Euro teurer geworden ist, lohnt sich das auf jeden Fall. Kostet, soweit ich weiß, 50 Euro. Denn Haptik und Verarbeitung und so weiter fühlt sich richtig gut an. Deswegen, das auf jeden Fall sehr cool. Shoutouts da auch an meinen Bro Noah aus Frankfurt. Liebe Grüße. Hat er mir freundlicherweise zugeschickt. Da auch wieder der Disclaimer am Anfang. Ich habe tendenziell wahrscheinlich mehr LPUs getätigt oder bekommen als so der Otto-Normalverbraucher, weil ich mache damit eben Content, mache damit Videos und stelle euch dann eben so die Sachen vor, die wirklich was taugen. Deswegen auch hier nur Sachen dabei, die ich wirklich sehr cool finde und euch empfehlen kann. Deswegen nehmt euch aber da selber kein Beispiel ran und kauft nicht allzu viel. Wenn ihr aber doch LPUs tätigt, schickt ihr gerne auch einen Discord. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Reagieren wir im Stream drauf. Und das war es auch soweit zu diesem Pickup. Ist von der Rückseite halt eben komplett clean und ist halt in Linie das Shirt mit dem Print, ne? Ist nicht überkrass, aber trotzdem sehr cool. Deswegen checkt gerne Urgency Files auch. Kommen wir dann zu ein, zwei Vintage-Pickups, die ich getätigt habe hier in Riga. Und zwar für sage und schreibe 1 Euro. Das ist eigentlich insane, aber ich habe hier mir dieses Flanell geholt. Habe ich euch in dem einen Vlog auch glaube ich gezeigt, aber nicht eben angezogen. Deswegen, so sieht das Flanell einmal aus, muss ich sagen, gefällt mir ziemlich gut, auch mit dem anderen Muster auf der Brusttasche hier. Gefällt mir echt gut. Ist halt eben sehr oversized, überlege ich noch zu croppen, weil das schon ein Ticken zu lang ist, aber hier einmal eingeblendet, wie das Ganze fittet, muss ich sagen, gefällt mir wirklich ziemlich gut. Und für 1 Euro so Flanellhemden, ich sage es immer wieder, checkt Vintage-Läden ab und das Coole ist halt, das Hemd wird vermutlich jetzt niemand haben, das heißt, ihr könnt damit euren Style auch so ein bisschen besser individualisieren, sage ich mal, auch wenn es leider in Deutschland, glaube ich, ziemlich teuer geworden ist. Bevor wir gleich mit einem richtigen Brecher weitermachen, wollte ich euch noch an die andere Jacke zeigen, die ich auch Vintage bekommen habe, auch eben für 1 Euro, ist halt eben eine Vintage-Umbro-Jacke. Ich weiß nicht, ich denke mal, ihr könnt das relativ gut erkennen. Hat halt eben hinten dieses Umbro-Logo drauf mit dem Umbro-Branding an den Ärmeln vorne und hinten. Hier vorne auch nochmal so ein paar Applikationen mit dem Sportverein drauf. I don't know, woher der ist. Ich weiß aber noch nicht so, wie cool ich die Jacke finde, denn ich finde die Farbe ein bisschen schwierig. Hat so ein bisschen was auch von der Farbe, wenn man sich an Karneval ein bisschen umkleidet. Wenn man sich an Karneval so umzieht. Trotzdem eine sehr coole Jacke. Auch nochmal fit eingeblendet. Ich sag, die kommen wirklich hart und fittet auch perfekt. Und für 1 Euro bekommst du halt so viel Klamotte. Das ist halt wirklich insane. Deswegen allgemein so Umbro-Sachen finde ich aktuell sehr, sehr cool. Will immer noch eigentlich gerne die Supreme Umbro Collab haben. Aber dafür hat es noch nicht gereicht, Chat. Deswegen, hier diese Jacke ist ein XXL sogar. Aber finde ich, sieht trotzdem sehr cool aus. Aber ob man das jetzt so oft trägt, weiß ich noch nicht. Aber so auf jeden Fall so für entspannt rausgehen, sehr, sehr cool. Kommen wir jetzt auch zu einem Banger-Piece, was ihr wahrscheinlich auf dem Thumbnail gesehen habt. Und da bin ich super happy, das bekommen zu haben. Und auch danke an euch. Deswegen steht hier oben Werbung. Ich bekomme die Jacke im Austausch quasi, dass ich die jetzt hier in dem Video zeige. Deswegen, trotzdem habe ich die ganze Sache nur angenommen, weil ich es sehr, sehr cool finde. Und zwar habe ich die Jacke von Vintage Vibes Market hier nochmal eingeblendet. Und zwar handelt es sich um eine Vintage Carhartt Active Jacket in einem geilsten, kranken Colorway. Achtet. Und zwar wäre das hier eben die Jacke. Und ich finde, die ist wirklich sehr, sehr geil vom Washing, von dem Distresses her. Ein brauner Colorway sowieso immer hart an Jacken. Und halt eben eine Vintage Active Jacket, was auf jeden Fall sehr geil ist. Auch mit diesem Lederpatch nochmal vorne. Ihr seht das hier auch nochmal Fit-Video eingeblendet. Den Zipper hat er sogar extra neu machen lassen. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall auch Jacken, die vollen Schuss sind. Wenn da jetzt Sachen komplett abdistressed sind, näht er die Sachen auch nochmal extra zusammen. Also ist auf jeden Fall handpicked, deswegen ein bisschen teurer. Aber ich finde, für so eine Vintage-Jacke auf jeden Fall noch ein fairer Preis. Und soweit ich weiß, sind die jetzt irgendwas zwischen 120 bis 150 Euro gekostet bei ihm jetzt im Shop. Was für die auf jeden Fall ein richtig starker Preis ist, weil ich sehe auch manchmal, dass die für 250 gehen. Manche nehmen auch Ray-Preise mit 300, deswegen auf jeden Fall krank. Soweit ich weiß, kommt da dann auch Mitte, Ende November ein neuer Drop. Und wenn ihr da was kaufen wollt, ich bekomme da keine Prozent oder irgendwas, aber es gibt einen 20%-Gutschein. Rentner 20, für alle Leute, die in den Twitch-Streams sind, die wissen warum. Damit bekommt ihr 20% auf eure ganze Order. Finde ich sehr cool. Wenn ihr Bock habt, checkt das ab. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin sehr dankbar für die Jacke. Deswegen auch Kuss an euch, dass ich sowas zur Verfügung gestellt bekommen kann. Fit-Video auch nochmal eingeblendet. Gefällt mir sehr gut. Ich finde aber, dass der Bund unten etwas zu weit ist, weil es eben auch ein XL ist. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich in den Bund unten nochmal einen extra Gummibund einlehnen lassen. Wenn die unten ein bisschen enger noch fittet, dann fittet die allgemein geiler am Körper. Und dann gefällt der Fit mir auch richtig gut. Von der Länge her fast dann auch perfekt. Das hier ist auf jeden Fall auch, glaube ich,
fast mein Favorite Pickup so in letzter Zeit. Hat man natürlich relativ oft gesehen schon. Trotzdem ist das für mich ein zeitloses Piece. Das war so viel dazu. Dann werde ich auch immer wieder gefragt, woher man gute Basic Zipper bekommt mit einer geilen Qualität und einem geilen Washing. Und ich würde sagen, ich habe hier auf jeden Fall einen an. Ist der hier von You The World in dem Don't Wash Colorway. Blende ich euch auch jetzt nochmal ein Fit-Video ein, wie der perfekt fittet. Und den gibt es auch nochmal in einem grauen Colorway sowie in einem grünen Colorway. Der finde ich gar nicht mal so krass grünlich aussieht, aber eher wie so ein, eher so ein bisschen wie ein ausgewaschenes Grau aussieht. Aber trotzdem alles der coole Zipper. Ich habe hier aber eine XXL aktuell an, aber ich würde eher auf eine XL gehen, weil die finde ich nicht so extrem lange Ärmel haben, dafür aber der Bund ein bisschen tiefer hängt. Das heißt, für ein bisschen cropteren Fit auf jeden Fall eine Size hoch. Also ich sage normalerweise immer eine L. Habe aber dann auch den alten Nexo-Zipper bekommen. Der sieht so aus. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Ist der hier. Habe ich jetzt einfach nochmal zugeschickt bekommen, weil ich den eben hier nicht habe. Gefällt mir nach wie vor vom Design her richtig gut. Hier trage ich aber eine L und ich finde hier den Fit auch ein bisschen besser, weil der eher einen zusammengerafften Bund hat hier unten und die Ärmel ein bisschen länger sind. Also hier könnt ihr ruhig true to size gehen, habt einen perfekten Fit. Die Tasche bin ich mittlerweile nicht mehr so der Fan hinten von, aber ist trotzdem sehr cool und stört jetzt auch nicht so krass. Also trotzdem cooles Detail und auch Haptik und Quali von dem hier. Echt on point, bin ich sehr froh zu haben. Das ist auf jeden Fall gute Zipper, die auf jeden Fall ein bisschen was gewagteres sind, sei es von Designs mit den Taschen her, mit den Einsätzen. Finde ich Leon auf jeden Fall auf einem guten Weg mit der Brand und freue mich da auch auf die neuen Sachen. Bin ich mal gespannt, was so Black Friday kommt. Und deswegen Fit-Video habt ihr auch nochmal eben gesehen. Sehr, sehr cool. Und natürlich, weil ich ja immer noch auf der Suche bin nach guten Knit-Sachen, habe ich freundlicherweise auch zugeschickt bekommen von Ola Kala deren Cardigan, der sehr, sehr geil ist. Den zeige ich euch jetzt. Muss ich an der Stelle nicht vorstellen, finde ich aber trotzdem sehr cool. Deswegen Shoutouts an die Jungs und Mädels. Ist dieser beigefarbene Cardigan, der so eine Asymmetrie hat. Ich hoffe, ihr kennt das. Unten am Bund. Das heißt, die eine Seite ist halt ein bisschen länger und so abgekappt. Vorne komplett clean. Da ist eigentlich noch so ein Ola Kala Pin dabei, den man aber abmachen kann. Finde ich, ist ein bisschen cleaner und cooler. Ansonsten habt ihr halt eben das hier vorne auch noch am Ärmel, dass es eben so distressed ist und asymmetrisch. Ansonsten ist halt ein normaler Cardigan, der vom Fit her sehr cool ist und eben von der Haptik und vom Stoff her wirklich, wirklich sich gut anfühlt. Trage ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr guter Cardigan. Für die Winterzeit kann man sehr viel mitmachen. Vielleicht kann man sich den dann an Black Friday nochmal mit ein bisschen besseren Rabatt ziehen. Leute, die die letzten Videos gesehen haben, wissen ja, dass ich sehr, sehr krasses Faible für Matt-Denims oder allgemein so verwaschene Painted-Denims habe. Da gibt es auch ein extra Video zu. Aber wer zum Beispiel hier diese Artificial-Denim, die halt eben so braun, verwaschen, dreckig aussieht, was richtig, richtig cool aussieht, finde ich. Ist so ein Instagram-Post mit online. Fand ich sehr, sehr cool. Auch die Details hinten sind auf jeden Fall sehr nice. Fühlt sich auch sehr wertig an. Und hat gekostet 109 Euro. Geht aber auch super rein. Da habe ich auch noch einen anderen Colorway von. Und zwar geht der mehr in diese braune Optik. Der sieht so aus. Finde ich auch ziemlich, ziemlich geil. Und so eben von hinten hat die gleichen Details. Ist aber, glaube ich, eine US-Brand. Das heißt, es kommt noch theoretisch Shipping und Zoll drauf. Das hier ist der Brandname. Kommt dann zu einer Jacke, die ich auf jeden Fall Vintage geshoppt habe. Auch für einen Euro. Wäre eben diese Jacke, die halt so dunkelblau ist. Ich glaube, ihr erkennt es gar nicht so richtig. Ist eigentlich ganz nice. Ich muss sagen, Fit geht auf jeden Fall jetzt nicht crazy hart. Aber ist mal was anderes. Und ich finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Kann man safe was Cooles mitmachen. Ist jetzt nichts für jeden Tag. Aber ich finde, wenn man mal Bock drauf hat, hält die auf jeden Fall ganz gut warm. Hat so einen bisschen schickeren, legereren Vibe, deswegen auf jeden Fall auch nice to have. Ich weiß nicht, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die findet. Vielleicht packe ich die aber auch in so eine Vintage Mystery Box, die wir dann demnächst im Livestream und auf YouTube verlosen werden. Ich habe noch nicht genug Pieces, dass wir für jeden was haben. Deswegen werde ich dann nochmal jetzt die nächste Zeit auch mal ein bisschen mehr Vintage shoppen gehen, dass doch ein paar sehr coole Pieces dabei sind, über die ihr euch auch freuen könnt. Und ihr merkt schon, ich probiere mich aktuell ein bisschen so aus mit neuen Sachen, die ich vielleicht gar nicht mal sonst immer tragen würde. Aber ich habe auch noch hier so eine Jacke. Ist so ein bisschen so eine Förster-Jacke, glaube ich. Auch mit so Fleece und hat halt eben hier so eine Ziernaht, die so ein gesetzt ist. Hier an der Vorderseite, genauso wie an der Rückseite. Und ich muss sagen, die kommt eigentlich auch ziemlich, ziemlich cool. Ist halt mal was anderes. Der Fit ist halt, wow, wirklich perfekt. Also die fittet genauso, wie sie soll. Schön cropped, etwas längere Ärmel. Und ich finde, damit kann man auf jeden Fall was machen. Ich weiß nicht, ob es 100% mein Style ist, aber ich sag immer mal was Neues ausprobieren. Und die hat am Ende auch 1 Euro gekostet. Was willst du für 1 Euro da halt noch zu sagen? Also ich finde die wirklich sehr krass. Hätte die jetzt nicht mitgenommen, hätte die irgendwie so 50 gekostet. Aber die geht schon ziemlich cool. Deswegen da auch sehr, sehr nice to have. Und Vintage shoppen. Ihr merkt schon, viele Sachen sind Vintage. Ist halt einfach krass, weil die Sachen sind unique. Die hat nicht jeder. Das ist so ein ganz eigener Vibe. Deswegen Vintage auf jeden Fall die Macht. Und letztes Pickup für heute ist, habe ich ja, glaube ich, schon mal vorgestellt, dieses große Tuch, was ich wirklich finde, was man sehr, sehr cool tragen kann. Sei es auf dem Kopf, irgendwo an der Tasche als kleines Detail. Es ist auf jeden Fall übertrieben nice. Und auch mit dem Muster, ich glaube, da werde ich mir noch ein paar andere holen. Sei es ein blaues oder so. Ist immer so ein cooles Detail an einem Outfit, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen soll, weil gerade mit solchen Sachen macht ihr so einen 7 von 10 Outfit auf jeden Fall zu einer 8,5 oder 9 von 10. Deswegen, es kommt ein bisschen auf die kleinen Dinge an im Outfit, wo nämlich die ganzen Details gesetzt werden. Und irgendwie waren das eine Menge Pickups, davon aber das meiste
meiste Vintage oder zugeschickt. Deswegen, wie gesagt, nehmt euch da kein Beispiel dran. Kauft nur Sachen, die ihr wirklich braucht. Gerade jetzt vor allem auch Black Friday steht vor der Tür. Passt da bitte auf und kauft nicht irgendwelche Sachen, die ihr gar nicht braucht. Seid euch auch bewusst über Pre-Orders, deswegen, das ist sehr wichtig. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wäre auf jeden Fall sehr krass, wenn wir demnächst noch die 3500 Abonnenten erreichen. Deswegen lasst da gerne ein Abo da. Wie gesagt, kommen die Twitch-Streams jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag 19.30 Uhr auf Twitch. Lasst da gerne mal ein Follow da. Schaut es euch gerne an und gebt mir eine Chance. Deswegen checkt gerne die alten Videos ab. Oder auch gerne den Twitch-Highlight-Channel auf YouTube. Da kommen auch regelmäßig Unboxings und so weiter. Deswegen bleibt gesund, viel Spaß, haut rein. Ciao, ciao.